Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, ich hoffe, dass die Leute jetzt gleich mal auf Ready drücken. Zum Beispiel Scottish Tiger. Ja? Danke. Ja, es geht weiter. Wir haben eine Herausforderung mit dem Doktor, ein paar Schocks auszuteilen. Ich spiele den Doktor mit der berühmten Ruin, um halt das Spiel ein bisschen langsamer zu machen und dementsprechend den Generatorprozess etwas runterzuschrauben. Dann spielen wir noch mit Barbecue und Chili, um ein paar Blutpunkte zu bekommen und um natürlich Survivor zu sehen, welche dann innerhalb von 40, 48 Metern sind, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube 40. Dann spielen wir noch mit, ich weiß den Namen dieser Perks nicht, es tut mir leid. Ich habe das eine Perk, was mein Terrorradius um 20% erhöht, ich glaube es sind 20%. Und dann habe ich noch das Perk, das dafür sorgt, dass die Heilgeschwindigkeit innerhalb meines Terrorradius reduziert ist. Von daher ist das eher so ein Anti-Heal-Perk und es soll auch dazu bringen, dass die Leute wahnsinnig werden und es dementsprechend noch schwieriger haben, Skillchecks zu treffen, was natürlich nochmal das Spiel ein bisschen verlangsamt. Dazu habe ich dann noch das Add-on, das mein Terrorradius im Therapiemodus auch nochmal erhöht, sodass ich hier das Maximalste an Terrorradius bekomme, was ich aktuell mir aufgrund meiner Add-ons und Perks verschaffen kann, erreichen konnte. Oh Gott, Entschuldigung. Ich muss die ganze Zeit nicht gähnen. Immer nur, wenn man gerade was macht. Dann, wenn man nicht gähnen möchte, dann muss man gähnen. Aber okay, lass uns einfach mal loslegen. Das ist fertig geladen und wir sind der Doktor. Eine kleine Map, das ist eigentlich sogar ganz gut. Weil hier decken wir schon mal eine ganz gute Masse mit unserer passiven, ich nenne es mal passiven Fähigkeit ab. Guck mal, da haben wir schon mal zwei Stück. Die immer mehr an Wahnsinn bekommen. Hopp. Ein Hit. So, wo ist er lang gelaufen? Hier lang. Tja, das war ein wirklich tolles Versteck. Hat dir wirklich... Huf. Ah, geholfen. Guck mal, wir haben da unten einen, wir haben da links einen. Er hat auch direkt mal was verkackt. Haben wir hier unten wieder jemanden? Wir checken jetzt einfach alle. Okay, ist wirklich abgehauen. Ist aber nicht schlimm. Weil wir finden sicher gleich jemanden wieder. Ach, guck mal, da haben wir doch jemanden. Ah?
Ja. Oh. Haben wir ihn wahnsinnig bekommen? Erwischt. Palette hat auch noch verschwendet. Leider haben wir unsere Runen verloren. Das war kein optimaler Loop. Dann können wir auch direkt weiter. Ja, ist okay. Ja, mein, der hier unten ist. Ja. Eigentlich müsste ich den anderen jetzt so holen, einfach nur weil das ein dummer Safe war. Ja, Bad of Man, alles klar. Na los. Du hast direkt vor meinen Augen den gerettet. Also ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass du draufgehen möchtest. Ist da jemand dran wieder? Da ist jemand wieder dran. Hier ist ja jemand drunter oben. Oder? Ah, reicht nicht. So. Ah, das war knapp. Die machen gut Gens, muss man ihn lassen. Ah, oh, verdammt. Hab nicht durchgepasst. Ja, natürlich. Ja, gut. Haben wir halt zwei gekriegt. Die haben Jens verdammt gut gemacht. Muss man ihn lassen. Die Ruhe war auch relativ früh weg. Yeah.
Da wird aufgemacht, da wird aufgemacht. Ja, ist egal. Ja, okay. Ich hoffe, ich atme nicht ins Mikro. Ich bin sehr nah dran. Tja. Okay, die sind beide da hinten. Frag sie, ob die jetzt retten werden oder nicht. Ja, er geht raus. Und ich wage einfach mal zu bezweifeln, dass noch. Ah, okay. Okay, er haut auch ab. Ja, gut, zwei Stück. Ist so gut. Ist eine schwierige Map. Gerade weil sie so klein ist. Wir sind die Gens halt sehr schön nah beieinander. Wirkt auch sehr koordiniert. Aber gut, zwei Kills. Einen Pip scheinen wir zu haben. Die Ausnahme haben wir auch geschafft. Da kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Oh, naja, alles in Silber. Keinen Rang verloren, aber auch keinen aufgestiegen. Ist okay. Kann man machen. Ja. War jetzt eine eher Standardrunde, nichts Besonderes, schwierige, keine allzu tolle Map. Aber ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Bei der nächsten Folge wird dann mit dem Wave gespielt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Tschö. Mit Ö.